Hallo, ich bin hier bei Chauvet DJ auf der BPM-Show in Birmingham zusammen mit Tobi. Hallo Tobi. Hi. Und wir gucken uns ein neues Produkt an, was Chauvet DJ vorgestellt hat. Das ist eine erweiterte Version von dem Intimidator Spot, der Intimidator Spot 255 IRC. So maybe you can tell us something about the key features of this product, Toby. So it's similar to our old 250 model, a bit brighter, with a couple more movement features to it. Es ist also ein Update von dem Modell, was es davor schon gab, aber es hat noch ein paar zusätzliche neue Features bekommen und die stellt Toby uns jetzt vor. It still has everything everyone's used to, so the prism, the gobos, the rotating gobo, the color wheel. It's got all that, but its main feature is its new totem mode. Also es hat die Funktionen, die es vorher auch schon hatte. Prisma, Gobo, auch rotierende Gobo, ist eben ein RGB-Scheinwerfer, noch ein bisschen heller geworden. Und er hat jetzt etwas neu bekommen, das heißt auf Englisch Totem Mode. Also Totem eben wie Marterpfahl, die Möglichkeit, das auf einem Truss zum Beispiel, auf einer Säule zu präsentieren. Und was dieser Totem Mode dort macht, das frage ich Tobi auch nochmal. Can you explain a little about the Totem Mode, how it works? Yeah, that's fine. So the Totem Mode was mainly designed for its auto and sound to light. A lot of our customers were asking, can we make it so the light stops pointing behind the DJ? So we added in two Totem Mode features. You can set it up so it will always point forward straight at you so that it will always forever be on the dance floor. Or the alternate is a straight up, so that if you've got it sticking outwards on a truss, then it will always keep the direction of the light that way. That way nothing on the back wall is getting lit and everything's straight on the dance floor where you want to see it. Okay. So es, dieser Totem-Mode funktioniert eben vor allen Dingen dann, wenn es in einem Automodus läuft, das Ding. Vorher ist es eben im Automodus, hat schon alle Richtungen rotiert und hat getillt und sich gedreht und damit eben auch Sachen angestrahlt, die eigentlich gar nicht gewünscht waren. Und mit dem Totem-Mode ist es jetzt eben möglich, die Bewegungen des Moving Heads im Automode zu begrenzen. Das heißt eben, dass er nicht zu tief nach vorne abknickt, sondern über die Tanzfläche patsch eben hinüberstrahlt und auch nicht zu hoch geht und nicht nach hinten halt wegstrahlt. Und so kann eben der Automodus genutzt werden, was ein Wunsch war von vielen DJs, im Automodus halt zu arbeiten, ohne dass das Ding halt in alle Richtungen tatsächlich dann rumrotiert, sondern damit bestimmte Grenzen halt vorgegeben werden. Can you tell us something more about the rotating gobos and exchanging the gobos? Yep, so it's got a color wheel with 7 colors in it that allows you to cycle through. Its gobo wheel is 7 gobos as well. Each has a nice, easy, accessible area. All you do is open the door, and the gobos are available right there for you to pull out and put your own custom gobos in. Great for weddings and such. Also das arbeitet sowohl eben mit einem Color Wheel, also mit einem Farbrad oder verschiedenen Farbrädern, als eben auch mit Gobos, die hier ganz einfach ausgetauscht werden können über die Klappe. Da gibt es eben ein ganzes Set von Gobos, was Chauvet DJ wohl mitliefert. Es war eben genauso möglich, auch individuelle für die Kunden angepasste Gobos einzusetzen und damit eben wirklich kundenindividuelle Lösungen auch zu realisieren. Can you tell us something about the, also ich frage jetzt noch über Verfügbarkeit und Preis. Can you still tell us something about the availability and price tag also for this available device? Available currently and it's going to be around 700 euros. Also ist schon ein verfügbares Gerät, schon im Handel erhältlich und der Preis liegt bei ungefähr 700 Euro. Tobi, thanks a lot. Was a pleasure talking to you. Been a pleasure. Same. Thank you. Andreas von Einfach Auflegen mit Chauvet DJ hier auf der BPM Show 2015.